Einen schönen guten Abend. Hallo. 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 Hier ist euer Mann aus Uruguay. Gut, ja, das ist jetzt alles ein bisschen Stand de Pedes. Wir hatten einfach vor ein paar Tagen mal kurz gesprochen, ob man das machen kann. Danach eigentlich keinen größeren Kontakt mehr gehabt, als dass wir da noch viel mehr hätten vorbereiten können. Ich habe also gerade im Hintergrund eine Frage gehört von wegen Permakultur oder Erfahrung in Uruguay, also jetzt mehr spezifisch über Permakultur oder Erfahrung über meine persönlichen Erfahrungen über das Land. Das wären für mich im Prinzip zwei unterschiedliche Themen. Wenn Ich glaube, für mich war eher die Permakultur das Interessante. Ja, gut. Ja, Permakultur im Prinzip ist hier nicht unbedingt bekannt oder mehr bekannt als in Deutschland. Auf der anderen Seite ist es aber ein relativ kleines Land, in dem dann Nachrichten auch relativ hoch schlagen. Also es ist jetzt gerade in den letzten 2, 3 Monaten wohl hier eine Schule gebaut worden, nee, ein Kindergarten. Das ist ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein staatlicher Kindergarten, vielleicht auch Grundschule. Und zwar mit dem Prinzip der Garbage Warriors, also diese Häuser, die man mit Autoreifen und Müll im Prinzip, also mit Restmüll baut. Und das ist hier zum Beispiel sehr groß durch die Presse gegangen und auch im Fernsehen. Und dann ist natürlich auch gleich noch Persil gekommen und hat Reklame gemacht mit der neuen sauberen Grundschule. Was jetzt natürlich wiederum Persil mit Permakultur zu tun hat, müssen wir dann mal dahingestellt sein. Aber da ist es dann wohl eher so, dass ja, man froh sein kann, wenn irgendeiner einen überhaupt unterstützt. Und im Zweifelsfall wissen wir ja, wie Unilever, wenn sie irgendwo sich rein einbringen können und damit Reklame machen können, auch mit egal was Reklame machen. In jedem Falle, im Zweifelsfalle kann ich euch dann ja mal ein paar YouTube-Videos dazu, Links oder so weitergeben, dass ihr euch zum Beispiel diese Schule angucken könnt.